So, zweiter Versuch. Es sieht nicht wesentlich besser aus, aber wir probieren es einfach mal in der Quest drin. Also wir ziehen jetzt einfach mal, egal wie es läuft, das hier einmal durch. Also, du bist ein echter Fallenmeister. Das ergibt 100% Kombinationserfolg. Material musst du dir jedoch selbst holen. Danke. Vielen lieben Dank, lieber Herr Trainingsmeister, für deine unglaublich kompetente Hilfe. Jo, ich gebe dir die richtigen Materialien für alles und dann machst du nichts. So, ich habe auch Ton. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. So, wir gucken mal. Ich gucke mal. Und ich muss zugeben, es ist nicht perfekt, aber wir ziehen das jetzt wenigstens diese eine Quest einmal so durch. Ich hoffe, das ist kacke. Denn ich weiß auch genau, woran das liegt. Heute war nämlich wieder Putztag und wir haben da so ein so extra Tücher für elektronisches Zeugs. Beziehungsweise wir haben eigentlich extra für Bildschirme und meine Mutter ist der festen Überzeugung, dass das auch für Elektronik geht. Und jedes Mal, wenn ich den Scheiß benutze, geht irgendetwas kaputt. Also, ich habe jetzt schon drei meiner USB-Ports eingepackt, also ein gebüßt deswegen. Scheinbar hat jetzt die Elgato so einen kleinen Tritt mitbekommen, deswegen läuft es nicht flüssig. Es ist zum Kotzen, ich muss mich mal davon überzeugen, dass ich das nicht länger darauf einsetzen muss. Egal, wir müssen jetzt erstmal den Typen hier platt machen. Hoffentlich genauso geil wie in dieser einen Quest. Boah, geht ja schon super los. Wo wir den Rayan wunderbar platt gemacht haben. Ich hoffe, dass ich genau sowas jetzt wieder hinkriege. Also, lasse das Mäulen beginnen. Ich hoffe einfach mal, dass ich allzu häufig angefurzt werde. Hey, den ersten Furz habe ich überlebt. Juhu. Wie schön ist das denn? Och, fuck. Das war nicht weit genug weg. Fallenmeister, Angriff, Block und... Ich habe Block plus 1. Müsste ich da nicht Scheiße abblocken können? Theoretisch geht das, oh, fuck, da kommt angerannt. Theoretisch funktionieren ja die, Block plus 1 Dinger dann auch gegen solche Schlafodems und sowas, ne? Also müsste ja Scheiße auch noch mit drin sein. So, Schnitzelfresser ist mir mit dabei. Hallo und herzlich willkommen. Doch, meins habe ich gerade im Chat geguckt, wo ich angefurzt wegen dir. Egal, könntest du mir sagen, ob die Leckrate so in Ordnung ist oder alles komplett bescheuert abläuft? Och nein, 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 nein! Och fuck! Jedes Mal trifft mich diese Scheiße! Im wahrsten Sinne des Wortes! Ich habe echt Glück, dass ich hier Theo mit habe. Und ich denke, ich sollte die Anweisungen des Jägermeisters doch befolgen und mir meine Fallen irgendwie zusammensuchen. Och Mann! Ach du Scheiße, jetzt habe ich weniger Leben als vorher! Okay, du darfst da ein bisschen rumfurzen. Ich regeneriere mich mal ein bisschen und in der Zeit suchen wir nach Abbaustellen. Denn wir haben Eisenspitzhacken mit dabei. Ganz nett. Suche dir deine Items selber! Fuck. Aber wir können Fallen bauen. Wie wunderbar ist das denn? Ist gut, okay, das ist schön. Ja, und Rolli ist auch mit dabei. Der meinte, Minecraft Anno kann man auch super streamen. Du wolltest mir noch die Einstellung für den Broadcaster geben. Das hast du immer noch nicht gemacht. Ansonsten würde ich das vielleicht sogar tun. So, hier ist scheinbar erstmal nichts. Ich weiß, hier irgendwo musste theoretisch was sein. Irgendwo so eine kleine Spalte, wo ich mich mal reinhauen kann. Aber ich habe halt keinen Plan, wo genau. Oh, wartet, das sieht gut aus. Perfekt. Ja, direkt tragbare Schockfallen rausbekommen. So gefällt mir das. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die ganzen Nachbaustellen sind, könnte ich sogar mehrere Fallen auf einmal mitnehmen. So, dort noch was rausholen oder dort noch was, aber da ich halt keinen Plan habe, wo die sich befinden, könnte das eine durchaus komplizierte Quest werden. So, dann wählen wir erstmal wieder den Megatrank aus. Ach, jetzt ist der Kongalala weggesprungen. Ah, Junge, bleib doch wenigstens bei mir. Wenn du eh schon
mich zu Tode furzen willst und dich, mich als dein Gebiet markieren willst, dann kannst du auch gleich hier bleiben. Ich meine, ich laufe meiner Scheiße ja auch nicht hinterher. Die spüle ich im Klo runter und gut ist. Ach ja, übrigens, es gibt so eine Erfindung namens Klo. Wenn du mal so richtig hart musst, kannst du da auch drauf gehen. Nicht zu verwechseln mit Sinu. Klo ist nochmal weißer als ich. Und auch hygienischer. Okay, er ist hungrig. Und ich habe keine Ohrstöpsel. Och Mann! Jetzt wäre eigentlich meine Chance, so richtig geil loszulegen. Oh, fuck you too. Aber nein, es hat die Scheißrüstung nicht mehr Ohrstöpsel drin. Ich kann also so gesehen nichts außer Fallen legen. Und dann habe ich nicht mehr wirklich Fallen dabei. Jetzt schlag doch wenigstens. Boah, mitten im Schlag abgebrochen. Na, grandios. Ich hätte nicht voll aufladen sollen. Dann wäre es wahrscheinlich sogar geil gekommen. So, jetzt nochmal richtig schön auf den Arsch gehauen. Smack that ass. Nein, ich stehe vor dir. Du solltest mich nicht anfurzen können. Oh Mann, das war ein Full-Charge. Der hätte treffen müssen. Oh fuck. Nein, du scheißt mich gefälligst hier nicht an. Alter, die Scheiße ist echt am Dampfen. Ja, und ich sollte mir mal ein paar beste Sprichwörter raussuchen. So vor dem nächsten Stream. Oh, scheiße. Genau, erstmal wunderschöne... ja, nicht Sprichwörter, sondern Wortspiele mit Scheiße. Gibt's bestimmt einiges. Muss ich selber nicht mehr so kreativ sein. Bam, da liegt er. Scheiß auffallen. Also, das macht er, aber ich benutze sie einfach nicht. Yes, Mann. Nächster Treffer. Ich lasse sie einfach zu Tode staggern, dann habe ich das Ding auch geschafft. Bam. Ohne getroffen zu werden, Bitch, please. Kannst du auch furzen, wie du willst. Wenn ich vor deinem Gesicht stehe, ist mir sowas von egal. Ist mir sogar scheißegal. Schon? Ja, wunderbar. Den Tail hergehalten. Na, boah. Der Stacker hat mir ja fast das Leben gerettet. Ich könnte auch jetzt durchaus mal meine Schockfalle hinlegen. Das habe ich mir schon so hart erarbeitet. Mit Adleraugen erspäht. Jetzt lass mich hier weg. Ich will nicht unbedingt vergiftet werden. Ich sehe nichts. Nix sehen ist immer ganz gut, ne? Funktioniert. Solange es klappt, ist alles in Ordnung. Ah, Junge, frisst den Schlag noch und ich sollte mich dezent heilen. Aber den will ich noch draufhauen. Guck, guck. Bam. Oh, und er liegt wieder. Nice. Okay, es läuft. Wenn ein Stein einmal rollt, dann sollte man auch rollen lassen und nicht wegfliegen. Scheiße. Okay. Nein, nicht jetzt sterben. Nicht jetzt sterben. Der hat nicht mal zu viel... erstmal Deo, dann den Megatrank bereithalten. So, oh, das war knapp. Das war scheiße knapp. Und, okay, beeilen wir uns, der müsste ja recht schnell sein. Wunderbar. Hoffen wir auch, dass die Feier noch mal ein bisschen länger hält. So, also richtig schön auf den Kopf hauen. Komm schon, noch mal. Der Full Charge könnte durchaus daneben gehen, aber wir ziehen das durch. Wunderschöner Treffer. Und jetzt ein bisschen defensiver rangehen, denn die scheiß Footsteps haben mich schon wieder fast umgebracht. Wie sollte es auch anders sein? Nein, nicht in mein Gesicht. Bloß nicht ins Gesicht, das stinkt. Immer so. Fuck, ich hätte auch blocken können. Ah, scheiße. Ja, und jetzt sprühe mich noch mit Giftgas ein. Ja, nee, ist klar. Wieso denn auch nicht? Erst vorne raus kotzen, dann hinten raus furzen. Es ist Kongalala in einem Satz. Ah, okay, das war beschissen. Das hätte besser gehen müssen. Obwohl es lief teilweise gar nicht mal so schlecht. So, nee, nicht Kampftraining, das haben wir zum Glück schon abgeschlossen. Okay, ich überlege mal kurz. Also, Großschwert wird jetzt nochmal eine Sache für sich. Gut, wenn ich wüsste, wo ich die ganzen Pfeilen herkriegen könnte, wäre es vielleicht einfacher. Dann haben wir noch einen Hammer, das sollte ich gegebenenfalls hinkriegen, weil da könnte ich auf den Kopf gehen, wäre ich nicht angefurzt. Lanze sollte ich eigentlich alles blocken können und das sollte ich hinkriegen mit der Armbrust, weil so weit geht Diffusion und Osmose auch nicht, dass es mich in 5 Kilometer Entfernung immer noch trifft. Gut, man riecht ihn zwar 10 Kilometer gegen den Wind schon, aber ich denke, riechen ist für den Hunter nicht so schlimm wie tatsächlich Scheiße ins Gesicht bekommen.
Das ist immer noch die geilste Kampftaktik, die es irgendwie gibt. Ich hatte auch als Kind immer mal so die Eigenart, wenn ich Angst hatte oder bedroht wurde, dass ich erstmal grundsätzlich gefurzt habe. Es ist kein Scherz, das war wirklich so. Also einmal habe ich so mit meinem Cousin aus Spaß gecampelt und dabei halt in irgendeiner Situation saß ich gerade in der Ecke. Er kam hier mit dem Stuhl auf mich zu, wollte so tun, als wenn er mich schlägt. Ich habe gelacht natürlich und ja, alle Muskeln angespannt. Da kam der laute Furz in seine Richtung und die Gefahr war gebändigt. Gut, wir mussten dann erstmal 2 Stunden das Zimmer lüften, aber... Warte. Dieses Erdbeben war doch wohl nicht von dem Konga, oder? Alter Schwede, Konga, du solltest eine Diät machen. Das ist jetzt ernsthaft ein bisschen viel Beben für so ein kleines Ding wie dich. Und da ist er gerade weggesprungen. Ach Mann, ich hätte schneller hinlaufen sollen. Ich meine, ich weiß ja jetzt, dass er hier spawnt. Das sollte ich mir doch zunutze machen. Obwohl, wartet. Ich sollte mir erstmal die drachbare Schockwelle zunutze machen, die ich ja da hinten bekommen kann. Erstmal ans Ende der Welt rennen. Immer eine gute Idee. Dauert ja nicht lange bei einer runden Erde. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wo man hier noch abbauen kann. Also mit Eisenspitzhacken. Ich denke, da wo der Kezo immer ist, müsste was sein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass hier irgendwo noch was ist, aber ich weiß halt eben nicht genau. Also gerade wirklich solche Steinabbaustellen, weil da scheint es ja die Schockfallen zu geben. Wäre nett, wenn ihr das wirklich mal jetzt hinschreiben würdet. Das würde mir tatsächlich einiges weiterhelfen. So, eine haben wir schon mal. Dann jetzt den Farbball raus und ins fröhliche Getümmel. Yay. Das wird geil. Mann, dieser Jägermeister... Fuck you. Dieser Jägermeister kotzt einen doch wirklich jedes Mal aufs Neue an. Wie der immer wieder... Ja, ich versteck mal da Kaltgetränke. Och, ich geb dir eine Fallenmeisterrüstung, aber keine Fallen. Muss ja schwer für dich bleiben, ne? Du wirst den Quest ja sonst ohne Probleme machen. Das können wir ja so nicht dastehen lassen, ne? Du brauchst ja auch eine Herausforderung. Stimmt ja grundsätzlich. Außer, ich würde es ja auch so machen. Ich würde es ja auch so verkacken. Daher macht das keinen großen Unterschied in dem Sinne. Einmal einen netten Lehrer haben. Ich meine, in echten Quests nehme ich mir meine Sachen ja auch mit. Also, gut, sollte ich sie mir mitnehmen. Tun ist dann wie eine andere Sache, aber... Theoretisch habe ich dann alles mit, was ich brauche. Wieso also nicht hier? Okay, hier finde ich schon mal nichts. Das heißt, er müsste eigentlich im Gebiet links hiervon sein. Hoffen wir mal, dass ich ihn nicht übersehe. Ich habe da ja auch so ein Fable für Grün in Grün nicht zu erkennen. Auch eine wunderbare Tarnfarbe, sich einfach komplett voll schimmeln lassen, die eigene Scheiße sich damit einreiben, ein paar Jahre warten, dann ist die grün und dann wird man im Wald nicht mehr gesehen. Voll die geile Taktik, Respekt dafür. Bis auf das Horn, das scheint nicht zu schimmeln, das ist immer noch eingecremt. Macht wahrscheinlich täglich neu, um irgendwie für Konga-Weibchen noch sexuell auszusehen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, wie er früh am Morgen vor dem Spiegel steht und sich damit scheiße das Horn einreibt. Kann ich mir bildlichst vorstellen bei dem. So, kannst du schreien wie du willst, den bekommst du reingedrückt. Och Mann, natürlich! Roll doch noch rein, Junge! Roll in die Scheißexplosion rein! Und ja, das ist jetzt der Name für die Attacke. Scheißexplosion. Zusammengeschrieben. Ohne Bindestrich. Und da hinten sind noch ein paar Megatränke im Honig. Die sollte ich mir gegebenenfalls auch holen. So, ich könnte jetzt auch direkt schon mal die erste Falle legen und dann anschließend suchen, wo ich noch welche kriege. Jetzt kommen wir reingerannt, ich will Full Charge. Ich bin zu weit weg, oder? Nee, komm, das passt! Sehr schön. Ich habe ja gemerkt, die Klaue ist an sich eine gute Idee, um drauf zu gehen. Bleib so! Wunderbar. Deswegen werde ich das auch öfter machen. Die bietet sich halt wirklich an, weil dann fliegt er hin, man kann den nächsten Full Charge draufhauen und ein bisschen Damage drücken. Hoffen wir mal, dass ich das relativ häufig hinkriege. Wehe dir, du furzt jetzt! Ich hab doch gesagt, wehe dir! Warum tust du es trotzdem? Hör doch mal auf mich!
Kämpfen ist wie Tanzen. Du musst schon auf den Führenden hören. Aua. Und nicht in sein Schwert reinrennen, wenn er dir damit Schaden machen will. Genau, so ein bisschen rumbacken geht in Ordnung, aber... Ah, scheiße, Mann. Mehr kann man zu dem Kampf nicht sagen, weil es halt das Ausdrucksstärkste von allen ist. Es ist eine allumfassende Beschreibung. Warum zur Hölle bist du eigentlich schon wieder hungrig? Ich bin doch gerollt. Ich war doch schon nicht mehr da. Ach, jetzt ignoriere ich dich einfach. Jetzt hole ich mir erstmal meine Tränke, die hier irgendwo am Honigbaum hängen müssten. Da ist er. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, ich finde nicht mehr. Oh Mann, das sind nur normale Tränke. Ach, der ist da hinten. Der wechselt nicht mal das Gebiet. Na gut, dann muss ich jetzt mal aufpassen. Der könnte jeden Moment angesportet kommen. Ey, ich habe mal wieder die Zukunft vorhergesagt. Ohne sie zu ändern. Fuck yeah. Und ja, es war eine gute Idee, direkt vor ihm den Trank zu nehmen. Hat doch alles gepasst. Also keinen bösen Kommentar dazu. Ach, scheiße, Mann. Ich fluch zu viel. Und er scheißt zu viel. Wir gleichen uns perfekt aus. So, den Charge kriegst du auf jeden Fall ab. Zwar nicht voll, aber was soll's. Das ging mitten ins Gesicht. Das tut auch ordentlich weh. Ich weiß nicht, wie viel Steine der gefressen hat, damit die Scheiße so hart klatscht. Deine schöne gestylte Locke ist schon mal kaputt. Das ist mehr als genug hier Erfüllung für mich. So, du kannst ein bisschen machen, wie du willst. Ich nehme das nächste Deo. Oh oh, Trank war vielleicht ein bisschen zu viel Zeit. Na, passt. Durch die Scheiße durchgesprungen. Alles super. Weiter geht's. Hoffentlich treffe ich die Klaue. Dann müsst ihr eigentlich demnächst auch umfallen. Bin ich schon wieder fast reingerollt. Es ist so eine verkackte Angewohnheit bei ihm. Jedes Mal von mir da reinzurennen, wo es weh tut. Ja, oder reinzurollen. Noch besser. Linksrum wäre sicher gewesen. Aber nein, der gute Herr Sino muss immer zum Arsch gehen. Ich bin so verkackt am Arsch fixiert, das geht gar nicht. Vor allen Dingen bei Monstern. Ah. Langsam dürftest du mal das Gebiet wechseln. Es wäre äußerst liebenswürdig von dir. Damit ich mal mich wieder voll heilen kann. Dankeschön. Okay, seht ihr. Er hat gelernt, auf mich zu hören. Das ist sehr weise von ihm, seine Einstellung so zu ändern. Okay, währenddessen sollte ich immer nach Abbaustellen Ausschau halten. Nochmal den Hinweis an euch, wenn ihr so liebenswürdig wärt, im Chat zu schreiben, wo ich abbauen kann, wäre ich euch zutiefst verbunden. Aber eine Stelle müsste ich selber noch kennen. Die müsste hier jetzt links von sein. Das heißt, einfach mal an ihm vorbeirennen. Noch hat er einen roten Arsch, das heißt, noch ist er wütend. Und da will man an sich nicht unbedingt reinhauen. Naja, das Blut, was dann durch seine Arschbacken ballt, das fängt den Schlag so ein bisschen ab. Das heißt, er hätte eh nicht volle Stärke. Das heißt, wir brauchen auch gar nicht anzugreifen. Hust, hust, Ausredenfinder, hust, hust. Sehr schön, komm schon, jetzt gib mir noch eine. Ja, sogar eine Fallgrube. Girl! Das heißt, man bekommt an verschiedenen Abbaustellen verschiedene Items. Warte. Wenn da jetzt eine Schockfalle drin ist, ist geil. Wenn da eine Vorratsfallgrube drin ist, ist scheiße. Komm schon, Schockfalle, Schockfalle, Schockfalle! Ah, Blitzbombe. Na gut, die nehme ich auf. Ist auch nicht zwangsweise schlimm. Das waren jetzt zwei hier. Mehr werden wahrscheinlich nicht da sein. Na gut, dann heben wir zumindest schon mal die Blitzbombe raus. Er ist wieder normal. Wunderbar. Unsere Chance, doch nochmal ein bisschen Schaden zu machen, der wird vorziehen. Nein, der war nicht wütend, sehr gut. Ansonsten wäre ich schon wieder in seiner Scheiße drin gewesen. Oh, wie das getting real tired of your shit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Höchstwahrscheinlich auch einschläfernd, was der hier so von sich abgibt. Fuck you. Ich weiß, ich bin fast tot, aber der Schlag musste jetzt noch. So. Ich muss ein bisschen defensiver spielen, weil ich darf ja nicht sterben und so. Das heißt, kurz ein bisschen Rot regenerieren lassen. Was ja fast gar nicht passiert. Ach komm, dann schluck den Trank und gut ist. Dann nehme ich, glaube ich, jetzt die Blitzbombe. Ah, guck mal, hier, der steht gerade so nett da. Bemerkt mich einfach überhaupt nicht.
kann mir direkt ins Gesicht gucken und ignoriert mich einfach. Finde ich gut. Findet Sinu sehr wunderbar. Sehr unangeschissen. Fast schon hygienisch findet Sinu das. Komm schon. Hat eben nicht aufgeladen. Hätte ich eher loslassen müssen. Nein! Ich hasse Ecken! Ich hasse Ecken! Oh, nein! Das ist Versuch Nummer 2. So, und Schnitzelfresser meint keine Ahnung. Scheiße, da sind wir schon mal 2, die keine Ahnung haben. G-Rank-Training, Mann. Okay, dafür fühlt man sich umso besser, wenn man es geschafft hat. Gut. Aller guten Dinge sind 3, jetzt kriege ich das Ding hin. Bin ich mir zu 2 Eimern Scheiße Prozent sicher. Ach, Junge. Wie man sich, indem man sich auf die primitivsten Kampftechniken, die es so gibt, konzentriert. Warte, der deutsche Satz wird nicht gut. Und trotzdem noch gewinnen kann. Also, warum habe ich einen Giftpilz? Was kann ich mit einem... Gibt's hier irgendwie Wurfmesser oder so, die ich noch kriegen kann? Was kann man mit Giftpilz und Schlafkraut machen? Theoretisch Giftwurfmesser und Schlafwurfmesser. Man kann die natürlich auch selber fressen und sich einfach mal umbringen. Das geht auch. Ist wahrscheinlich nicht Sinn der Sache, aber es funktioniert zumindest. Man kann Pfeilbeschichtungen machen. Das hilft mir aber mit einem Großschild überhaupt nicht. Ansonsten fällt mir da auch nichts ein. Wer weiß, was sich der Jägermeister da mal wieder gedacht hat. Oh, da habe ich gerade noch was gesehen. Gib mir die Schockfalle. Kleine Fassbombe. Soll ich jetzt mit einer kleinen Fassbombe? Egal, gib her. Nehme ich. Kann nicht schaden. Immer her damit. Mal schauen. Immer her in die gute Stube. Es kann auf jeden Fall geil sein. Und hi an Dedera 2805. Ich rate mal, du bist Naruto-Fan. So, ins Blaue hinein. Okay, erstmal ist der hier noch hier. Das finde ich sehr gut. Dedera, kannst du mir mal verraten, wo man hier überall mit der Spitzhacke abbauen kann? Das hilft mir nämlich, weil dann finde ich neue Fallen. Das wäre extremst nett und vielleicht habe ich dann auch eine Chance, diese Scheiß-Quest zu schaffen. So, erster Schlag ging schon mal daneben. Premium. Fuck, das ging auch daneben. So, bisher hat noch keiner von uns getroffen. Solange es bei ihm so bleibt, bin ich zufrieden. Ich würde schon ganz gern irgendwann mal... Ah, den ersten Schlag landen. First Blood. Ist immer ein guter Anfang. Von mir aus spiele ich auch liebend gerne absolut noobig, wenn ich dafür trotzdem gewinne. Ich meine, ich muss ja nicht hier die geilsten Mois ever raushauen. Ah, Mann. Reicht ja, wenn ich so halbwegs nicht getroffen werde. Vor allen Dingen von dieser Schlägerei. Ich muss eigentlich nur lernen, mehr Kopf und Brust fixiert zu sein, anstatt die ganze Zeit auf den Arsch zu gehen. Das sollte mir grundsätzlich schon den Sieg in allen diesen Quests bringen. Zumindest gegen ihn. Weil der am Kopf ja an sich nichts kann, außer ja, Gift rauspumpen und ab und zu mal losrennen. Was ich bisher zwar immer getötet hat, aber ne, ansonsten kann der halt nichts. Aber am Arsch halt die ganze Zeit sowas raushaut. Es ist einfach schlimm, wie man durch die ganzen Jahre gewohnt ist. Ja, am Arsch ist man sicher, da passiert nichts. Die Monster haben ja auch so ein bisschen Ehre, die sie nicht verlieren wollen. Na, scheiß drauf, denkt sich der Konkalala und lässt alles raus. Ich weiß noch nicht, was ich mit denen machen soll, aber die könnten auf jeden Fall gegen den Hermitaur schon mal gut sein. Oh, da dreht er sich. Das hatte ich nicht bedacht, dass das Monster nicht fest am Boden steht. Jetzt muss ich weit weg. Alter, Hermitaur, geh mir nicht auf die Eier. Ich habe hier ganz andere Probleme außer dich. Und scheinbar sieht es der Konkalala genauso. Der rennt ihn auch erstmal um. Alter. Es macht mich der Heavy Tower platt. Ja, natürlich. Wieso denn auch nicht? Geh weg. Niemand mag dich. Ah, forever alone, Heavy Tower. Lass mich forever alone sein. Und hier immer schön gegen den gehen. Ja, da kann sich aufblustern, wie er will. Der Schlag trifft trotzdem. Sag ich doch, der Heavy Tower bringt mich um. Alter Schwede.
Der macht ja fast mehr Damage als der Kunga. Wenn er einmal zum ordentlichen Angriff kommt. So, der Kunga ist hier normal. Das finde ich sehr gut. Der Hermitaur ist immer noch rot. Ja, der Hermitaur ist wütend auf mich. Hat sein Ziel gefunden. So, jetzt ist Ruhe im Schacht. Da kommt der Nächste. Da. Meine Fresse. Wie gerne ich jetzt Toni dabei hätte, der die so richtig schön ablenken könnte. Ah, meine Güte. Okay, dann gehe ich jetzt einfach auf den Hermitaur. Sobald der Hermitaur tot ist, wird der Konka zwar abhauen. Aber was soll's. Ja, sehr gut, er ist weg. Na ja, okay, Konka haut nicht ab. Das wäre jetzt auch zu passend gewesen. Okay, dann das große Ding mal wieder wegstecken. Ich könnte jetzt schon die Fallgrube legen. Es ist besser, jetzt sie zu legen. Ja, der darf nicht wütend sein. Oh, hungrig. Hungrig ist perfekt. Da kann ich wunderbar die Falle legen. Weil ansonsten furzt er nämlich die ganze Zeit der Falle, wenn er wütend ist. Ah, genau so. Die ganze Zeit aus seinem Arschloch raus. Wie weit das Ding geht. Ihr müsst sich doch selber die Luft jagen damit. Ey, du wolltest gerade abhauen. Dann tu es gefälligst auch. Scheiße, Mann. Erstmal das Deo. Und den Megatrank. Ich sollte beim nächsten Mal Deo und Megatrank direkt nebeneinander legen. Das wäre geordnet echt gut. Egal, wir machen es einfach mal, damit ich euch demonstrieren kann, wie es aussieht. Pisser. Ja, du wirst jetzt vom Scheiße zum Pisser degradiert. Ah. Schlimm mit dem Monster. Aber gut, es war fair zu sehen. Ich hatte ja vorher schon gesagt, er wollte abhauen. Er hat es bloß halt bis dahin noch nicht getan. Er hat gesehen, oh, er legt eine Falle mit Fallenmeister. Na, dann muss ich einfach mal wegspringen. Er wird furzen, er wird furzen, er wird furzen. Dass man diesen Chart auch nicht abbrechen kann, um mal ganz schnell wegzurollen. Ich meine, ich hatte ja gemerkt, das war eine dumme Idee. Ich musste es halt trotzdem durchziehen. Weil, ja, mich das, mir das Spiel kein anderes Mal gelassen hat. Außer du musst jetzt angreifen, weil du einmal gedrückt hast. Mann, ich komme da aber auch nicht weg. Am Arsch werde ich angefurzt, am Kopf werde ich umgerannt. Die Seite wäre eine gute Idee. Da kann ich auf den Arm gehen, da fliegt er um, da kann ich weiter angreifen. Wäre zumindest mal ein Versuch wert. Ist mir jetzt sowas von scheißegal. Den Kampf werde ich eh verlieren. Ich habe keine Items mehr. Von dem Konga. Nein. Ich will ja nichts sagen, aber ich fühle mich gerade so ein bisschen am Fortschritt gehindert. Ja, das gleiche Gefühl hatte ich auch schon beim Rayan. Und beim T-Krex. Und beim Sephardrome. Es gab immer so ein paar Monster, wo ich mir dachte, nee, das muss jetzt nicht sein. Aber es ist, muss halt trotzdem sein. Oh, ich sehe schon, halbe Stunde ist rum und wir haben mit der Bezwinger-Axt noch nichts bezwungen, außer zwei Hermitaur. Ach, lässt mal wieder zu wünschen übrig, der ist gerade in den Ferien, im Urlaub auf Norderney, Hawaii, Jamaika und an der Ostsee zugleich. Der hat sich aufgeteilt, ist so gering, da merkt man es nicht, wenn man sich mal ein bisschen auseinander splittet. Und er hat mich hier allein gelassen. Okay, wo zur Hölle kann ich noch abbauen? Also ich weiß zumindest, wo es die Fallgrube gibt, wo es die Schockfalle gibt und wo ich eine Blitzbombe herkriege. Die Blitzbombe könnte ich by the way auch mal benutzen. Aber das reicht scheinbar ja nicht aus, um ihn zu töten. Die Fallgrube lege ich diesmal wahrscheinlich gleich am Anfang. Erstens, damit er auch definitiv reingeht. Und zweitens, wie gesagt, sobald er wütend ist, furzt er da ohne Ende rum. Das heißt, ich kann nicht mal wirklich angreifen. Alter, was war das für ein Geräusch? Egal, einfach ignorieren. Und die Schockfalle könnte ich dann theoretisch legen, wenn er, ja, wenn er dann wütend ist, damit er dann da drin bleibt. Das Gebiet gewechselt. Er war diesmal schneller als beim letzten Mal. Ah, Hermitaur. Wer denn auch sonst? Okay. Und, genau, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einiges an Schaden dem gedrückt.
Aber das reicht halt bei weitem nicht aus. Das heißt, ich gehe in der Schockfalle auch auf seinen Arm, damit er dann möglichst schnell wieder umfällt. Hoffen wir mal, dass es soweit klappt. Da hinten konnte ich doch auch irgendwas abbauen. Ich habe bloß vergessen, was. Egal, hier hinten. Hier müsste doch jetzt, genau. Hier war die Schockfalle, wa? Genau, wunderbar. Ah, da habe ich jetzt alles, was ich weiß. Mal sehen, wie es läuft. Denn probieren geht über studieren. Jetzt zum vierten Mal. Aber wenigstens hat mich das Mrakkongalala an sich nur zweimal getötet. Also aller guten Dinge sind drei. Ja, bin ich jetzt so gesehen beim dritten Versuch. Der dritte, der sonst der dritte wäre, wurde ja von einem Konga beendet. Ich sag nicht, dass das besser ist, aber das geht bitte nicht in die Statistik mit ein. Das zählt nicht für den Smart-Konga-Lala. Nur weil es sein Minion ist, hat er den Kill noch nicht gemacht. Und du gehst mir jetzt schon auf den Senkel, Herr Mitrauer. Was gibst du mir eigentlich? Ich meine, wenn du einmal hier so rumhockst, irgendetwas Gutes wirst du mir doch wohl so freundlichsterweise dalassen, oder? Hey, eine kleine Fassbombe. Hey, wunderbar. Das hilft mir definitiv weiter. Okay, die Kongas. Genau, warte mal, die Kongas, die bringen doch Tränke. Die kann ich mir nochmal absnacken. Boing. Sehr schöner One-Hit-Kill. Jetzt kommt der andere auch noch mit an. Finde ich nicht gut von denen. So, ist erledigt. Zwei Tränke mehr, können auch nicht schaden. Und dann kann ich theoretisch am Honigbaum noch Tränke sammeln. Und dann bin ich full equipped sozusagen. Und ja, mal schauen. Hoffen wir mal das Beste. Eigentlich hole ich mir die Sachen gerade nur, weil ich nicht weiß, wo das Schmorokt-Kongalala ist. Ich glaube, wenn er hier wäre, wären die Abnutzhofs schon weg. Ja, ich nehme alles zurück. Guck mal, hier für dich, mein Freundchen. Oh, warte, noch sieht er mich nicht. Er hat mich schon gesehen, aber er tut so, als wenn er mich nicht sehen würde. Alter, nach einem Charge bist du schon wütend? Okay. Warum nicht? Kannst du ruhig sein, hab ich nichts dagegen. Das heißt bloß, meine Fallgrube bringt nicht allzu viel. Okay, hier springt er, das ist auch gut. Lass mal direkt reinlaufen, da habe ich das Problem nachher nicht. Mit irgendwie versuchen, ihn reinzulotsen. Und jetzt auf den Arm. Auf, hopp, hopp. Versuchen wir unser Bestes. Zwei Charge ist eine gute Zahl. Bam. Hat auch gleich nochmal gesteckt. Genau, gesteckt, gestackert. Alter. Nicht nett, mich einfach so zu überspringen. Das mag ich schon bei Uno nicht. Warum soll ich es dann bei Monster Hunter mögen? Übersprungen zu werden. So ein Kack, ey. So, der rennt noch ein bisschen. Der rennt noch ein bisschen viel. Hol das Schild raus. Oder mach's halt nicht. Der hat halt einfach weggeschleudert. Ja, warum auch nicht? Macht ja Spaß, ne? Erstmal lange. Oh, ich bin wieder geheilt. Wie schön, meine Wunden fallen. Guck mal, wie schön das aussieht. Ah, kacke auf so einem LSD-Trip, ne? Jahrelang stehst du da und denkst, oh, sieht das geil aus. Und trotzdem kommst du nicht an den Kühlschrank, weil ein Trappe den bewacht. Oh, jetzt wieder normal. Das heißt, jetzt ist Time for Fallgrube. Einfach mal ganz schnell legen. Kriege ich ja gut hin. Den Sprung mache ich mir gleich mal zunutze, mein Freundchen. Den Full Charge kriegst du aber voll ins Gesicht. Und er ist wieder gut. Kannst du überhaupt irgendwas anderes außer scheißen und wütend sein? So gesehen bist du scheiße wütend. Badumts. Oh, das war knapp. So, jetzt rennt er da nämlich rein. Oder springt da rein, ist Kopf über drin. Und regelmäßig. Bam! Das heißt, man sollte ihn nicht da reinholen, wenn er wütend ist. Das ist eher selbstzerstörend. Das hat er aber scheinbar nur einmal gemacht. Okay, das heißt, beim nächsten Mal greife ich einmal normal an, vielleicht zweimal normal an, hol dann den Block raus und mach dann noch einen Full Charge drauf. Die Zeit sollte relativ gut passen. Yay, erstmal geholt! Bam, und den Schweif getroffen. Das heißt, wenn er hungrig ist, dann. Genau, das wäre auch eine Idee, Schweif kaputt zu machen. Damit, wenn er hungrig ist, er auch hungrig bleibt. Das wird nichts. Schön, dass er gesprungen ist. Sonst wäre ich weggerannt worden.
also umgerannt. Nö. Ey, ich bin zum ersten Mal richtig ausgewichen. Wie cool, es kommen Fortschritte. Mann. Ich sehe, seine Schritte sind größer als meine. Okay, hau ab, das ist eine gute Idee. Ich stehe hier nämlich zufällig genau neben so einem Ding. Können wir auch gleich mal benutzen. Das heißt, meine Fallgrube habe ich schon mal genialst eingesetzt. Komplett verranzt. Die hätte ich auch anders benutzen können. Aber wenn ich einmal hier bin, gehe ich gleich mal da oben gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Ich meine, die Giftpilze und das Schlafkraut sollten ja auch für irgendetwas gut sein. Die wird mir der Jägermeister nicht als Inventarvermüllung mitgegeben haben. Gut, doch, das würde ich ihm auch zutrauen. Hier hast du mal ein paar Sachen, die du nicht brauchst. Aber rein theoretisch sollten die ja auch für irgendetwas zu gebrauchen sein. So, hier ist erstmal ein schöner Vogel. Genau. Guck mal, da links, ein wunderschöner Vogel. Ein Prachtexemplar an Vogel. Okay, hier kann man nur seine Eisenspitzhacken auffüllen. Falls man das denn benötigt und weiß, wo man damit abbauen kann. Hier kann man Giftwurfmesser kriegen. Das ist schön. Und das ist gut. Das machen wir gleich mal. Das könnte durchaus hilfreich sein. Ich glaube, ich brauche 4 Stück. Ich wette, ich krieg nur 3. Ja, ne, gut, passen. Das heißt, ich kann jetzt auch noch vergiften. Ist dauerhaft Schaden. Nehme ich gerne an. Gibt Schlimmeres, als den Gegner dauerhaft Schaden zu machen. Kriegt sogar perfekt 5. Wird genau einmal voll. Also, Mühe hat der Typi sich schon gegeben. Ich meine, wer läuft schon freiwillig durch diesen verkackten Wald und versteckt überall in jedem Monster, in jeder Ecke, hinter jeder Pflanze irgendein anderes Item? Das machen nicht viele, also aufopfernd ist er definitiv, aber er könnte mir die ganzen Scheißsachen auch einfach mitgeben, anstatt sie hier wie zu Ostern halt zu verstecken. Okay, es passt zum Thema Ostern, aber trotzdem, das muss einfach nicht sein. Hat sich wohl gedacht, ach, der Kleine, der braucht mal ein bisschen Spaß, ein bisschen Abwechslung. Der will seine Süßigkeiten selber finden, anstatt alles geschenkt zu bekommen. Dann geben wir ihm doch mal die Möglichkeit, alles selbst zu finden. Oh, hier noch ein Heißgetränk, falls er mal weiß, wo es da so ein paar Löcher gibt, weil da braucht man ja ein Heißgetränk, wird ja kalt. Ist ja schlimm, wenn mein kleiner Schützling kalt wird auf der großen, weiten Welt. Nein, das darf doch nicht passieren. Ah, Mann. So, hier hinten müsste eigentlich irgendwo stehen. Jupp, da ist er. Hallo, mein Freund. Ich liebe dich, du bist der Einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof, deswegen stress ich deine Scheiße. So, er ist definitiv vergiftet. Da kann man, könnte sagen, was er wollt. Vergiftet ist er auf jeden Fall. Er wird nicht furzen. Oh, oh. Wir machen Fortschritte. Er hat nicht gefurzt nach einem Angriff. Oh, oh. Hat er seine Flatulenzen vielleicht doch im Griff? Er hat immer noch nicht gefurzt. Respekt, Mann. Respekt. Oder bist du einfach nur schon entleert, weil der Kampf so lange dauert? Du musst mal wieder was fressen. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber so langsam, wie er sich bewegt, der ist auf jeden Fall hungrig. Scheiße. So kurz mit Schwert, das war ich auf jeden Fall dumm. Der hat einen Feueratem. Natürlich. King Kong, der Feuer spuckt. Why the fuck not? Alter Schwede. Scheiße werfen, Gift sprühen und jetzt auch noch Feuer. Was kannst du nicht, bitte? Kungalala setzt Feuersturm ein. Es war leider sehr effektiv. Bam. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Der liegt leider nicht einfach nur da. Ich würde ihm zutrauen, dass er mich instant platt macht bei dem Leben. Deswegen mal schnell einen Trank reinpfeifen. Ich liebe Footsteps über alles. Denn Footsteps machen einen immer tot. Und tot macht richtig viel Spaß. Yay! Muss immer nur positiv denken. Boom! Jo, und da war wieder der Furz. Sorry, Velocidrone, Grey, was auch immer, dass ich mich getroffen habe, war echt nicht beabsichtigt. Hust, hust. Alter! Hat er sich die Scheiße aus dem Arsch gegriffen und mir ins Gesicht gerieben? Großes Arschfassen heute, oder wie? Ich habe nur noch 2 Deos. Dann benutzen wir mal den Axt-Deo-Effekt, damit alle Monster auf mich stehen und wir helfen, den Typen da platt zu machen.
Deswegen bin ich heute sein größter Feind. Axe riecht so gut, dass alle Kunga-Ladies auf mich stehen und nicht auf ihn. Und deswegen muss er das mich wieder markieren, damit ich wieder unattraktiv werde. Oder zumindest genauso rieche wie er. Das ist es! Der muss bloß noch wieder Snickers essen! Der denkt, ich will sein Deo benutzen! Und hier, ne, ist mein Snickers? Wer will schon riechen wie du? Ja, eigentlich alle, so nach dem Motto, ne? Du bist schon wieder zur Diva. Hast auch die Haare so, wie so eine Diva. Er ist geil gestylt und selbst wenn man sie gestylt kaputt macht und ihn die scheiße Kruste entfernt, sind sie immer noch fabulös auseinandergefächert. So, schnell noch was trinken. Wieder aufbessern, denn ich hoffe, dass der Kampf auch demnächst zu Ende ist. Weil das Gift muss ja ein bisschen Damage gemacht haben. So, von mir aus ordentlich voll aufladen. Reicht auch, wenn man es halb macht. Hier noch den Schlag mitnehmen, mache ich eben Einzelschläge. Von mir aus geht alles klar. Dreh dich zu mir. Habe ich? Nee, ich habe ihn, glaube ich, nicht erwischt. Was, bin ich schon wieder am Arsch? Ich bin echt viel zu sehr auf diesen Arsch fixiert. Gut, sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Rot aufgeplustert und alles schön, aber voll ästhetisch und so. Das muss halt trotzdem nicht sein. Ich bin zu weit gelaufen. Oder? Bäm! Schön gestaggert. Das musste jetzt sein, ansonsten wäre ich weg gewesen. Jetzt hat er mich ein bisschen weggedrückt. Egal, dafür muss er halt sterben. Das war ein ziemlich epischer Tod. Im Sterben durch die Giftwolke, ja, ich nenne es einfach Giftwolke, die scheiße Wolke durchzufliegen. Sehr majestätisch. Wunderschöner Geruch, ne? Wenn man sich ein Leben lang oder ein Tod lang halt nach an das erinnert, was man zuletzt gemacht hat, bevor man gestorben ist. Ich bin durch eine scheiße Wolke geflogen. Auf jeden Fall voll der geile Kracher am Stammtisch. Ich dachte gerade kurz, der schießt doch vorne raus, weil er so sich auf den Bauch gehauen hat, wie ich will jetzt mal rülpsen. Aber der kann ja nicht rülpsen, der kann halt nur furzen. Siehst du, das kannst du nicht. Rülpsen. Das fehlt dir noch zum wahren King Kong sein. Gut, du kannst zwar kotzen im Strahl, aber rülpsen fehlt halt noch. Das geht so nicht. Das ist das Wichtigste von allen eigentlich. Das ist eigentlich so, wenn du wirklich mal beweisen willst, wie männlich du bist, dann rülpst du halt mal los. Gewinnst im Rülps-Contest und gut ist. Ein Scheiß-Contest gewinnen, das kann auch irgendwie jeder, wenn man lang genug alles zurückhält. Ah, der ist in die Richtung gesprungen. Das heißt wahrscheinlich einfach rechts runter. Das wäre das Logischste. Hoffen wir es einfach mal. Dass ich ihn jetzt doch noch irgendwie finde. Ja, hier ist er. Guck mal. Nimm das da. Er ist hier normal. Das heißt, er bemerkt mich eine Weile nicht. Bäm. Schön geschlagen. So kann es weitergehen. Triple Combo. Wütend. Jetzt kann ich endlich mal meine Flashbomb benutzen. Oder auch nicht. Er kann natürlich auch einfach abhauen. Ich nehme es jetzt einfach mal als Zeichen, dass er fast tot ist. Er humpelt nicht, weil er wütend ist und haut die ganze Zeit ab, damit er halt nicht mehr bei mir sein muss. Denn niemand mag mich. Und er kann halt so nah am Tod mich doch nicht mehr ertragen. Außerdem schläft er da oben im Gebiet, was so ziemlich der Hauptgrund ist, dass ich denke, dass er schlafen geht. Und ich würde sagen, wir lassen ihn doch ganz kurz mal schlafen. Denn dann können wir ihn mit einem Full Charge dreifachen Schaden machen. Weil schlafen halt und so. Müssen wir zwar kurz ein bisschen warten. Ey, da können wir kleine Wasspumpen hinstellen. Den so ein bisschen piesacken. So wie mit Akupunktur. Guck mal, ich habe eine kleine Bombe für dich. Ist die nicht süß? Und er schläft. Perfekt. Und wehe dir, Remora. Du machst jetzt irgendwas kaputt in meinem geilen Angriff. Boom. Du solltest tot sein. Warum bist du das nicht? Es ist verwirrend. Guck mal. Ich weiß nicht, wie du durch die kleinen Augen gucken kannst, aber tu es mal trotzdem. So, jetzt ganz ruhig bleiben. Ganz gechillt. Nein, nicht die scheiße Explosion in meine Richtung. Ja, genau so, exakt so bleiben. Wunderschön. Also, du hast schon geschlafen. Wie viel hältst du schlafen bitteschön aus? So, wenn er jetzt genauso lange liegen bleiben würde wie mit Hammer K.O. hauen, wäre auch geil. Jetzt nicht furzen. Dankeschön. Ziel fucking erreicht. Friss deine eigene Scheiße. Ah. Oh.
Yay, hat ja nur 45 Minuten gedauert. Woohoo! Großschwert wieder abgeschlossen. Das Schwerste haben wir wieder hinter uns. Ach, meine Güte. Ich hätte fast zu bezweifeln gewagt, dass wir es überhaupt noch schaffen. Aber rein statistisch gesehen war es ja jetzt beim dritten Versuch, ne? Wenn man den eigentlichen dritten außer Acht lässt. War halt Großschwert, ne? Wie gesagt, meine Königsdisziplin des Verkackens. War klar, dass es ein bisschen dauert. Und ich habe so gesehen das mindeste Ziel für heute erreicht. Egal, ich kann hier Netze finden. Fehlt nur noch das Fallengerät, wo auch immer ich das herkriegen soll. Aber schön, dass du schon mal im Spinnennetz Netze versteckst. Weil Spinnennetz und Netz ist ja bei Monster Hunter was komplett anderes. Das heißt, ihr habt so gesehen die Spinnen entfernt, danke dafür, und einfach so ein bisschen Efeu reingerieben und dann hatten da halt Spinnennetze gar. Wie nett. So. Und dafür habe ich aber auch ordentlich viele geile schwarze Münzen bekommen. Sollte auch sein. Oh, erstmal nochmal neu hinsetzen. Mein Sitzkissen ist nämlich ein bisschen verrutscht. So. Nochmal ein paar Punkte. Erstmal weder neuer Rekord noch neue Bestzeit. Das war auch eine ziemlich erbärmliche Leistung. Aber geschafft ist geschafft. Ich werde diese Quest sowas von nie wieder machen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das besser so für mich ist. Und für jeden, der gern zuguckt. Okay, erstmal das Training beenden. Wir müssen nämlich jetzt noch ein bisschen Honig sammeln, damit der Zukunfts-Sino sich über den Vergangenheits-Sino freuen kann. Ich wollte gerade fragen, warum lädt das denn so lange? Und dann probieren wir, glaube ich, wenigstens noch einmal mit Hammer, in der Hoffnung, dass ich diesmal vielleicht sogar beim ersten Mal schaffe. Es wäre ja nicht auszuhalten. Und ja, es fehlt dann halt eben noch, wie schon gezeigt, Lanze, die theoretisch machbar sein sollte. Wenn ich es schaffe, irgendwie defensiv zu spielen, ein, zwei Schläge blocken, ein, zwei Schläge blocken, sollte das durchaus nicht verkehrt sein. Und halt Armbrust. So, also, komm her, mein Freundchen. Wir haben ein Drittel, würde ich fast schätzen, sogar schon geschafft von den G-Rank-Quests. So, der Feind ist zwar mächtig, aber du... Also bist es nicht. Ich hab da jetzt einen Punkt gesucht. So, du bist es nicht. Was? Du... Was? Okay, nicht minder. Okay, danke schön. Good save. Gerade so noch hat er sich selbst das Leben gerettet. Ziel auf den Kopf und zeig, was du kannst. Okay. Ich habe Hypnobeinschienen. Habe ich Schlaf oder Schlafabwehr? Wäre eine Idee. So, schauen wir mal. Status. Angriff hoch, sehr. Läufer und Hunger erhöht. Wir haben auch blaue Schärfe. Mein Gott, ist ja was ganz Neues hier. Ich muss jetzt auch nicht mehr sammeln. Wir haben keine Farbbälle. Oh. Aber okay. Probieren wir es halt einfach so. 5 Megatränke wieder. So viel hatten wir vorhin auch. Haben wir alle verbraucht. Das heißt, ich könnte auch nochmal neue Tränke sammeln gehen, wenn es sein muss. Nur 3 Deos. Gut, ich gehe auch nur auf den Kopf. Oder ich sollte relativ häufig auf den Kopf gehen. Da gehen 3 Deos voll klar. Wettstein und Hydration. Kurze Inventur beendet. Schauen wir mal, wie gut es läuft. Ich habe Konga Lala auch an sich noch nie mit Hammer gemacht. Okay, selten mit Hammer gemacht. Jetzt ist der schon weg? Jetzt schon? Ach, du willst mich doch verarschen. Ich dachte, ich kann wenigstens hier mal schnell finden, damit ich nicht suchen muss. Wahrscheinlich spawnt er nicht hier, sondern links oben. Aber, ja. Das könnten wir gleich auch mal nachgucken. Indem ich da einfach schnell hochklettere. Also, schnell. So ein Gänsefüßchen. Ganz schnell machen wir das mal. Sind ja bloß ein paar Lianen, Meter. Ich will nicht wissen, wie viele Höhenmeter das sind. Wir sehen zwar nur die eine Liane, aber es geht da drüber ja noch höher. Ah, okay. Hier ist er zumindest jetzt nicht mehr. Ich könnte jetzt ein paar Netze mitnehmen. Ich weiß ja, wo es die gibt. Auf die Panzerhaut verzichte ich jetzt mal. Mir ist jetzt erstmal wichtiger, den überhaupt zu finden. Zumindest es einmal gesehen zu haben in dieser Quest. Und wenn es auch nur aus Augenwinkel ist, wie er gerade wegspringt. Hauptsache einmal ins Visier gekommen. So, ich höre ein Geräusch.
irgendein tiefes Grollen. Aber da ich ihn nicht sehe, kann ich mir das auch ganz einfach einbilden. Bei Einbilden bin ich auch wieder ein Meister drin. Aber es gibt ja nur ein paar Gebiete, wo er sein könnte. Das heißt, wenn ich da ab und zu mal meinen Blick ein bisschen schärfe, sollte ich ihn eigentlich recht schnell finden können. Jo, ich höre. Könnte auch ein Abnutov sein, aber... Ja, das war ein Abnutov. Och Mann! Dass man den doch nie sehen kann. Also, dass ich zu inkompetent bin, sein Grün in Grün zu erkennen. Ich bin wahrscheinlich schon wieder an ihm vorbeigelaufen. Ach Mann. Ja, ich weiß, er kann hier nicht sein, aber das war mir jetzt kürzer, als den ganzen Weg zurückzulaufen. Ich kann hier auch fast nichts sehen. Oh, da hinten, ich sehe ihn. Ein Wunder ist geschehen. Bam, to your face. Ich glaube, Powerpoints oder die Dinger hier sollten eine nicht allzu üble Idee sein. Ich habe zwar den Kopf noch nicht erwischt, aber man kann es zumindest mal probieren. So, nebenbei noch ein bisschen auf den Tail gehen, damit er sich gegebenenfalls nicht selber wieder heilen kann oder die Stamina erhöhen kann. Boah, hier ist schön schnell wütend, das heißt, ich bin fast genauso stark wie mit dem Großschild vorhin. Wunderbarer Kopftreffer, jetzt Triple Pound, sollte perfekt hinhauen. Wenn er nicht das macht, ja, ein Schlag vom Triple Pound, na, kann man es perfekt gelten lassen. Nahezu perfekt, ne? Perfektion ist eh ein Ideal, was nie erreicht wird. Also was soll's? Bam, gleich mal den Velocity Spray abgehauen lassen, töten, Dings da bumst oder auch nicht. Nebenbei nochmal schnell ausgewichen. So auf kleinen Raum ist der eigentlich sogar ziemlich gut machbar. Es ist bloß dann dieses große Rumrennen, was den unerträglich macht. Okay, das ist auf kleinen Raum nicht nett. Diese wunderbare scheiße Explosion. Aber... Och Mann, Velocity Spray, was soll das? Warum bist du gegen mich? Ich hab dir doch nichts getan. Also, doch schon, ich hab dich geschlagen. Aber sonst hab ich doch nichts getan. Mann, freut er dieser Knaps auf dem Hinterkopf. Oder wo auch immer ich getroffen habe. Fall um. Scheiße, nicht ich, du. Okay, zumindest nicht angeforst. Das heißt, ich könnte mich jederzeit heilen, theoretisch. Mache ich jetzt nicht, weil ich weiß, er fällt eh gleich um. Wenn ich treffen würde. Okay, jetzt ist knapp. Jetzt ist verdammt knapp. Jetzt sollte ich vielleicht doch ab und zu mal einen Megatrank nehmen. So. Schnell rein mit dem Ding. Ich weiß, no risk, no fun. Aber in dem Fall habe ich mehr Fun, wenn ich gewinne. Deswegen lieber mal schnell den Megatrank. So, dreh dich bitte um. Ja, das geht auch in Ordnung. Früher oder später musst du dich umdrehen. Und zwar genau jetzt. Ah, nicht auf dem Kopf. Schlecht. Jo, da haben wir den... Das wieder aufgehalten, dass es weiter runter geht. Oh, wunderschöner letzter Schlag. Habe ich beinahe perfekt getimed, war. Als wenn ich gewusst hätte, dass das jetzt kommt. Manchmal habe ich einfach mehr Glück als Verstand. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren, um euch wenigstens einmal noch eine relativ gute Runde zu zeigen. In der Hoffnung, dass ich das beim ersten Mal hinkriege. Obwohl er doch schon ziemlich viel Schaden mit dem Einnahkampf gemacht hat und ich das ziemlich doof finde. Och, jetzt fällt's mir wieder ein. Die Velocity Brace geben doch Wurfmesser. Oh nein, oh nein. Wo ist der Ausgang? Da war er. Oh, wo ist denn wohl der Ausgang? Wie komme ich denn hier jetzt raus? Hä, ich weiß nicht, da steht ein Baum im Weg. Ah, ich bin grün und traurig nicht als Baum. Oh Mann, schreite zur Tat. Ja, und ich lege mich jetzt erstmal schlafen, weil dann verbrauche ich die drei Megatränke nicht, die ich hier jetzt noch habe. Wir haben zwar schon, ja, 6 Minuten gegen den gekämpft. Das heißt, die Hälfte des Lebens ist ungefähr weg. Aber man muss es ja nicht gerade aufs Härteste fokussieren, weil Hälfte des Lebens weg von ihm und Hälfte meiner Tränke weg. Ist zwar letzten Endes machbar, aber so habe ich ein bisschen was gespart und ich fühle mich selber besser. Guck mal! Mann, du solltest auf Guck mal umfallen, ne? Hatten wir vorher so ausgemacht. Der Schlag war unsinnig. Ich habe keine Ohrstöpsel. Danke für die Erinnerung. Komm schon. Ich will nur noch einmal deinen Kopf treffen. Bam! So und nicht anders musste das scheiß Step laufen. Ich wette, der wäre sonst umgefallen. Es wäre zu geil gewesen.
aber gut, der kann auch vom Umfall mäßig nicht mehr allzu viel haben. Der hatte Hunger, also wahrscheinlich links hingegangen, auch wenn es vom Sprung Richtung mehr nach rechts aussah. Rechts muss halt eben oft gesprungen werden, denn rechts wird sein Gas gebraucht. Ah, er ist doch rechts. Okay. Er ist auf jeden Fall nicht umgefallen, allerdings unten geworden. Scheiße! Wie weit geht der Geruch denn? Oh, 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 oh. Ist schlecht. Wenn er jetzt losrennt, habe ich ziemliche Scheißkarten. So, Deo nehmen. Und nächsten Megatrank. Ja, ich weiß, ich muss schnauben, tut mir leid, aber ich muss mich gerade eher auf den Kampf konzentrieren und kann deswegen gerade nicht. So, sehr schön. Er tut immer, wenn ich rausgehe, so, dass wir mich nicht mehr sehen. Fall um. Okay, auch in Ordnung. Jetzt? Nein. Dann jetzt. Okay. Gut, ich höre auf. Der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr K.O.-Rate als gedacht. Na, wann kommst du angerannt? Da hinten ist er. Ich hab dein rotes Gesicht gesehen, ja. Bist du nicht mehr so gut getarnt, wenn du wütend bist? Das tut mir aber leid. Jetzt darf ich eine Weile nicht getroffen werden. Scheiße. Oh, nice. Sah ja beinahe wieder aus wie geplant. Jetzt darf ich eine Weile nicht getroffen werden. Oh, ich bin Konga, ich muss furzen. Die auch immer ihren großen Ach so schönen Meister nachmachen müssen. Und nein, ich benutze jetzt keine Megatränke. Es würde zwar schneller gehen, aber aus bereits genannten Gründen renne ich jetzt zurück zum Bett und lege mich aufs Ohr. So spare ich übrigens auch noch mein Deo. Ach. Irgendwann müsste ich ja theoretisch meine Nase auch an den Gestank irgendwie ja, gewöhnen. Irgendwann sollte ich es gar nicht mehr riechen und dann müsste ich auch den Mund wieder aufmachen können und normal was trinken können. Das wäre doch mal eine ordentliche Immunisierung, die der Körper hier ruhig vornehmen könnte. Vor allen Dingen, ich gehe schlafen und der Gestank ist weg. Kuss. Ja, weil genau so läuft es halt. Wenn ihr euch ins Bett legt, ist der Gestank immer weg. Ihr schlaft euch den Gestank sozusagen ab. Wenn ihr anfängt zu schlafen, dann beginnt euer Immunsystem, die ganzen Bakterien und den Code zu töten und deswegen stinkt der Gestank nicht mehr. Genau so funktioniert das. So nie anders. Ist klar. Egal, ich sollte eher froh sein, dass es funktioniert, anstatt mich drüber aufzuregen. Okay, er lag jetzt einmal. Es hat eine Weile gedauert, bis er lag, aber ich konnte auch nicht viel Schaden machen. Und ich wollte damit bloß sagen, dass es jetzt wieder eine Weile dauern wird, bis er sich wieder hinlegt. Das heißt, wir brauchen uns nicht darauf zu versteifen, dass er gleich wieder weg ist. Fuck you. Hätte fast gedacht, der macht wieder die große Explosion. Alter, ernsthaft musstest du mir da noch einen Footstep mitgeben? Womit habe ich den denn bitteschön verdient gehabt? So, vor allem setzt er sich an seinem Pilzspot, um den Pilz an seinem Arsch zu essen. Der die ganze Zeit angeschissen wurde. Okay, macht wahrscheinlich extra, nennt man dann Räucherpilz. Hat ein gutes Aroma für ihn. Gut ist verständlich. Lange gegärt in seinem, oder von seinem Scheiße-Ding umfasst. Hat dann auch eine schöne, leckere Kruste. Ist gut gesalzen, gut gewürzt. Deswegen ist er schon mal hingelaufen, um sich theoretisch schon mal einen neuen zu holen. Ne? Den du dann schon wieder anfurzen kannst, um dann wieder deine eigene Scheiße zu fressen. Bam. Aber in dem Sinne ist er besser als wir Menschen. Wir ignorieren unsere eigene Scheiße. Der frisst sie. Warum bist du jetzt wütend? Ich habe nichts gemacht. Ich stand hier unter dir. Hab mich zerquetschen lassen. Und davon wirst du wütend. Na, ist klar. Alles klar soweit. Toolface. Dann kurz wegrennen, weil es uns gefährlich wird. Komm schon. Ja, schöner Treffer. Oh fuck, jetzt sehe ich nichts mehr. Immer ganz schlecht. Ach man. Hör doch auf mit dem Scheiß hier. Gut, dass ich weg war. Das Rennen bringt mich echt noch nicht nur um Verstand, sondern auch um mein Leben. Und ja, ich gehe mir schon wieder heilen, weil ich diese Scheiße beim ersten Mal machen will. Ich sollte nach hinten gucken. Ich höre ihn furzen. Ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn furzen. Scheiß auf gegen den Wind riechen. Ich kann ihn gegen den Wind hören. Ja, kann ich auch hinter einer schalldichten Mauer stehen. Ich krieg den trotzdem mit. Hab da jetzt so einen sechsten Scheißsinn für. Oh.
Obwohl so gesehen 7. Sinn, weil der 6. Sinn ist ja schon der Orientierungssinn. Gut, den habe ich nicht, also passt das schon. Och Mann. Gut, wir haben fast genauso viel Zeit gebraucht wie mit Großschwert. Gut, ich habe dafür auch wesentlich defensiver gespielt und hatte keine Fallen. Dafür muss ich mir die Fallen auch nicht holen. Aber was ich eigentlich damit sagen will, allzu viel dürft ihr ja nicht mehr haben. So rein zeitlich abgetimt. Er ist immer noch hier oder hat gerade das Gebiet gewechselt. Wir werden es sehen, ob er herkommt oder nicht. Die Tränke kann ich jetzt echt gut gebrauchen. So, 2 Stück sollten ausreichen. Dann hat er wahrscheinlich gerade in diesem das Gebiet gewechselt. Und dann, ja, kann er eigentlich nur hier hin oder wieder rüber. Hoffen wir mal, dass wir ihn relativ schnell finden. Dass ich ihn relativ schnell wieder durch das Dickicht erkennen kann. Nee, hier ist er nicht. Müssen wir mal drüben gucken. Alter, Kongas, beruhigt euch mal. Ich mache nicht mal Jagd auf euch. Und trotzdem bringt ihr den ganzen Boden zum Beben. Man kann auch überhaupt nicht nach vorne sehen, diesen Dickicht. Mein Fuß ist eingeschlafen. Scheiße. Okay, hier ist nix. Das heißt, ich gehe jetzt hier unten lang. Vielleicht ist er auch schon schlafen gegangen. Würde ja zum Thema, er ist fast tot, passen. Denn die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich könnte mir auch so jetzt ein paar Eisenspitzhacken holen und jede Runde die Fallen benutzen. Fällt mir gerade mal so ein. Ich weiß, wo es die Spitzhacken gibt und ich weiß, wo es die Fallen gibt. Es wäre tatsächlich keine allzu schlechte Idee. Aber gut, machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. So, mein Freundchen. Du wolltest mich anscheißen und du wolltest mich töten mit diesem Scheiß. Das geht so aber nicht. Wahrscheinlich ist es eigentlich nur so ein Barney, der halt einen den richtigen Gestank geben will, damit da alle Frauen auf einen stehen. Und ich töte ihn dafür. Ist eigentlich voll der gute Kerl. Aber zutiefst missverstanden halt. Und dann kann ich auch nichts mehr für ihn tun. Ist halt leider meine Aufgabe, dich misszuverstehen. Jetzt roll hier weg und schlag nicht nochmal. Okay, das ist jetzt, ach fuck, so gesehen das letzte Aufräumen von ihm. Wenn man es so will. Junge, das war nicht nett, das ist noch unnetter. Okay, dann schnell den nächsten Megatrank. Das sollte mein letzter sein, wenn ich es schaffe, mich halbwegs ansatzweise gut anzustellen. Nein! Boah, das flatscht auch immer so schön. Also es ist, ich will echt mal wissen, wer diesen Ton dafür ausgesucht hat. Wer hat für den Kongalala ins Mikrofon geforzt? Ich würde es zu gerne mal wissen. Ich meine, das klingt ja nun wirklich authentisch, diese Flatschgeräusche und die Explosion und das Kacken. Das klingt einfach wie echt. Wer zur Hölle hat sich da auf dem Klo das Mikro unten hingehalten? Und dann so richtig schön einfahren lassen. Ich wette, so ist die Idee zum Monster entstanden. Irgendjemand hat einfach mal die Geräusche aufgenommen und die haben sich gedacht, gut, jetzt haben wir die Geräusche, jetzt müssen wir sie auch benutzen, ne? Die klingen gut. Respekt für den geilen Knatterer. Ich weiß nicht, wie viel Durchfall du da hattest, aber jetzt haben wir die Geräusche. Genau, wahrscheinlich war einer krank, hatte Durchfall und musste trotzdem irgendwas erstellen. Und hat dann halt gedacht, ach, nehme ich einfach das auf, wird schon nicht auffallen. Ist dann halt aufgefallen und dann haben sie sich gedacht, gut, jetzt haben wir sie, ist deine Schuld, jetzt machst du ein Monster zu. Und dann hat der halt sich gedacht, gut, wir haben da so einen rosanen Affen, warum soll der nicht auch furzen können? Und so ist das da entstanden. Höchstwahrscheinlich. Kann ich mir bildlich vorstellen. Ach, meine Fresse. Haben wir doch noch den Hammer ebenfalls geschafft? Finde ich sehr gut, haben wir doch mehr als nur eine Waffe hinbekommen. Es gibt einen so eine Art gutes Gefühl im Magen. Apropos im Magen, ich wurde gerade zum Essen gerufen. Es ist sehr verstümmelnd, vorher so oft angefurzt zu werden und essen zu wollen. Aber nichtsdestotrotz muss ich deswegen hier das Video jetzt beenden. Wir haben ja die 13 Uhr Marke geknackt, wenn man es so formulieren will. Das speichern wir auch gleich mal. First Try Hammer. Ja, verdammt defensiv gespielt, ich weiß. Aber wie gesagt, geschafft ist geschafft. Und dann würde ich mal sagen, adios amigos, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt noch bitte Bescheid, wenn nicht, Feedback bitte in die Kommentare oder jetzt schnell auf Twitch noch schaue ich in den Chat, so mit einem halben Auge.
während ich den Weg zum Betten suche, um mich selbst da rein zu betten, um den Gestank wieder abzuschlafen. Waschen muss man sich ja nicht. Gibt ja hier auch nirgendwo Wasser in dem ganzen Dorf. Gut, es gibt Schnee. Und damit, adios amigos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiederhören.